Warum hat Sané keinen Bock auf Bayern? Liegt es an Kovac oder ist die Bundesliga zu uninteressant? Ich glaube, das ist halt aktuell so eine Mischung aus allem so. Weil Bayern, brauchen wir nicht drüber reden, ist der größte Verein in Deutschland mit Abstand. Aber wenn ich aktuell bei einem riesigen Club in Europa spiele, würde ich ungern nach Bayern gehen, so, bin ich ehrlich. Weil Bayern aktuell für mich ist zu viel Chaos, so. Da bist du bei anderen Vereinen als absoluter Topspieler. Also nach Bayern zu gehen, ist, finde ich, gerade nicht der einfache Weg, weil da halt ein Neuanfang gemacht wird und du halt nicht weißt, so, jetzt hast du da einen Hoeneß, der dick angekündigt hat, der jetzt aber doch im Sommer zurücktritt, so, ich weiß nicht. Bayern ist momentan, I don't know, brauchen wir nicht drüber reden. Ist mit Abstand der größte Verein in Deutschland. Aber was so die Top-Elite in Europa angeht, hat Bayern, finde ich, in den letzten 2-3 Jahren schon ein, zwei Schritte zurückgemacht. So, da würde ich aktuell Man City größer Bayern sehen. So, eigentlich schon fast alle englischen Top-4-Vereine würde ich aktuell lieber spielen als bei Bayern. So, weil halt da so das Renommee gefühlt mehr ist. Ob es dann letztendlich so ist, keine Ahnung. Aber so vom Feeling her, weiß ich nicht. Da muss Bayern muss jetzt halt ranklotzen, so. Bayern braucht unbedingt mal wieder so einen richtigen Topstar. Das würde ich halt, ich würde ja Bayern, Sané zu Bayern, würde ich ja übertrieben feiern. Grüße gehen raus an den Reim an der Stelle. Aber es wäre für die Bundesliga wäre das mal wieder ein Ausrufezeichen. Weil die Bundesliga muss meiner Meinung nach mal wieder so einen richtigen Topspieler holen, dass du zeigst, so ey, so, wir sind auch eine Liga, wo die absoluten Superstars hingehen. Und so ein Sané zu Bayern wäre schon sick. Nur Liverpool und City, sonst kein Club. Boah, ich sehe Tottenham. Tottenham ist für mich so ein richtiger underrated Club in England. Tottenham ist für mich ein richtig underrated Club. Die haben gefühlt, oder nicht gefühlt, die haben glaube ich 2 oder 3 Jahre lang, hat Tottenham keine Spieler geholt, sondern nur eigene Spieler entwickelt. Sind ins Champions League Finale gekommen, sind immer in die Champions League gekommen, immer unter den Top 4 in England gewesen. Tottenham ist für mich ein absoluter underrated Club in Europa. So. Wenn du überlegst, Manchester United, was die teilweise für Kohle ausgeben, für irgendwelche im Nachhinein gesehene Dreckspieler, die halt wirklich da Scheiße abliefern. So, in den letzten Jahren, Chelsea, Manchester United, jede Mannschaft von den größeren Englischen hatte immer mal so ein Schwächejahr. Aber Tottenham, immer konstant dabei. Naja, aber war das bei Bayern nicht genauso wie mit Tottenham? Naja, der Unterschied ist, Bayern hat natürlich auch Leute gekauft, so. Und Bayern, du kannst halt die Bundesliga nicht mit der Premier League vergleichen. Wenn du dich in der Bundesliga als FC Bayern München hinstellst und sagst, ja, wir kommen in den letzten 20 Jahren immer in die Top 4, hat das bei weitem nicht das gleiche Gewicht, wie wenn du das als ein englischer Verein sagst. Weil in England einfach die Challenge ganz anders ist, so. Ich meine, stell dir doch mal das Szenario vor, wenn Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea und wie sie alle heißen, alle zusammen mit Bayern in einer Liga spielen würden. Wäre jetzt Bayern, sag ich mal, auch ein englischer Verein, rein hypothetisch. Würde Bayern da auch jedes Jahr Meister werden? Würde Bayern jedes Jahr in die Top 3 kommen mit dem aktuellen Kader? Ich glaube nicht. Mit dem aktuellen Kader glaube ich es nicht. Aber ich lasse mich mal noch überraschen. Ich hoffe, Bayern holt noch so einen richtigen Kracher, wo du dich nächstes Jahr drauf freust, dass du halt so einen Spieler in der Bundesliga hast. Ich habe halt auch eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich hatte gehofft, dass Bayern vielleicht sich Hazard holt. Weil Hazard ist eigentlich so der perfekte Spieler für Bayern. Das ist jetzt nicht so ein ultra heftiger Superstar, auf den wirklich alle Augen sind. Sprich, das ist jetzt nicht so ein Ronaldo, Messi, Neymar Kaliber, aber halt immer noch ein Weltstar, der aber auch mannschaftsdienlich spielt. So Hazard hätte ich übel bei Bayern gefeiert. Einmal kurz, auf jeden Fall nochmal Dings, ne? Jetzt lass mich nicht hängen. Richtig geil, dass du Kohle anmachst ohne Strom. Jetzt ehrlich? Ja. Jetzt ehrlich? Ja. Richtig geil. Bruh. Spielt halt jetzt bei Dortmund. Ha, Dortmund brauchen wir nicht drüber reden, ne? Tut weh als Schalke-Fan zu sagen, aber was Dortmund in der Sommertransferperiode dieses Jahr abgerissen hat, so. Schalke ist noch nicht zu Ende. Also ja, wenn, also ohne Scheiß. Also wenn Dortmund, wenn mir jetzt einer sagen würde, mit dem Kader, den Dortmund jetzt hat, so. Wenn mir jetzt einer sagen würde, yo, Digga, am Ende der Saison, Dortmund ist nicht in die Top 3 gekommen. Dann würde ich sagen, what the fuck, das geht nicht. Mit dem Kader, das geht nicht. Was ist da schiefgelaufen?
Wenn mir das jetzt einer sagen würde, Dortmund kommt mit dem Kader nicht in die Top 3, würde ich sagen, das ist unmöglich. Ja, ist so, Tom, ist so. Es tut mir auch weh. Aber was, das ist komplett krass, du musst dir überlegen. Dortmund hat von Leverkusen einen Schlüsselspieler weggekauft, Brandt. Von Hoffenheim einen Schlüsselspieler weggekauft, Schulz. Von München einen Schlüsselspieler weggekauft, Hummels. Von Gladbach einen Schlüsselspieler weggekauft, Hazard. Die haben gefühlt von jedem direkten Konkurrenten in der Bundesliga einen der besten Spieler weggekauft. Das ist, also, zu krass. Dortmund war ja auch an Isco interessiert, wäre krass. Ja, aber ich glaube, jetzt noch ein Isco wäre zu viel für Bayern, für Dortmund. Wem wird die größte Überraschung positiv? Wem kann nicht mehr überraschen? Wem muss jetzt bestätigen, diese Saison? Ja, wenn die jetzt nochmal Siebter oder Achter werden, das ist keine Überraschung so. Die müssen bestätigen, diese Saison jetzt. Überraschung war diese Saison, fand ich. Mit dazu. Ja, safe. Ja, Tom, perfekt. Dortmund hat bis jetzt ein perfektes Transferfenster angelegt. Ich hab's ja auch tausendmal gesagt. Ich hab gesagt, schon Monate bevor Brandt dann tatsächlich gewechselt ist, ich hab die ganze Zeit gesagt, wenn ein Brandt für 25 Millionen auf dem Markt ist, dann muss sich jeder europäische Topclub damit beschäftigen. Weil das ist zu heutigen Zeiten ist das ein Witz. Für so einen Spieler, wenn er eigentlich 2-3 Jahre Vertrag hat, zahlt so 50, 60 Millionen beim heutigen Markt. Das ist ein Witz. Für den Preis kaufst du einfach blind. Kaufst ihn einfach blind. Verstehe ich auch nicht. Bayern hier irgendwie mit ihrer, ja, der hat nicht die Mia San Mia Mentalität. Ob das jetzt wirklich so gewesen ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber das ist ein Spieler, das muss der Anspruch von Bayern sein, so einen Spieler Dortmund wegzukaufen. Das muss der Anspruch von Bayern sein. Weil für 25 Millionen für Brandt, da überlegst du nicht lange, den holst du einfach. Du schwächst einen der Top 4 Mannschaften in Deutschland, kaufst dir mit den krassesten Spieler weg für 25 Millionen. Was mich halt einfach immer nur stört, ist, wenn Bayern und Dortmund am Spieler dran ist und der geht nach Dortmund, dann war der nicht gut genug für Bayern. Das ist immer das Gleiche. Ja. Ist immer das Gleiche. Das stimmt. Dann war der nicht gut genug für Bayern. Jetzt kommen die mit, der hat nicht die Mentalität und das so komplett. Weiß ich nicht. Der hat sich vor ein paar Jahren schon mit dem beschäftigt. Und jetzt nicht. Kann ich erzählen. Die haben einfach das Nachsehen gehabt. Und viele Transfers das Nachsehen. Weil diese Saison nicht zieht, Bayern-Stempel. Der zieht die Saison nicht. Naja. Ist auch bei Kabak und keine Ahnung was. Die Leute wollen spielen. Ja. Die Leute wollen spielen, aktuell. Verständlicherweise. Ja, ist Tom, wie du sagst, die wollen spielen. Stimmt, die wollen spielen. Nur bei Brand finde ich halt krass. Er ist halt Schalke-Fan, ne? Das ist halt krass. Echt? Mhm. Jetzt im Ernst? Gerade Schalke-Fan. Hat er das mal gesagt? Vom Dortmund wechseln. Hey, aber du nicht. Ich wollte Tom nur ein bisschen schocken. So. Ich wollte die Dortmund-Fans ein bisschen schocken nur. Hat funktioniert, oder? Guck mal, Tom, jetzt echt? Habt ihr Panik gehabt ein bisschen, ne? Bin ich wieder zu ernst geblieben für euch? Versteht wieder keiner meinen Humor, ne? Bin ich wieder bei Gamer Bros. Auf dem Kanal. Humor wieder... Halt's Maul. Verstehen die Leute wieder nicht. Halt's ja. Maul. Für Bayern wäre Sané perfekt, ja. So, das verstehe ich auch nicht bei... Wisst ihr, wir reden halt viel über das Thema Bayern in der letzten Zeit, so. Aber bei Bayern kann ich wirklich die Transferpolitik überhaupt nicht nachvollziehen. So, letztes Jahr hat ja auch der Hoeneß gesagt, man wollte einen Umbruch machen, aber man wollte sich Zeit lassen. Man wollte den Spieler wie Ribéry robben, man wollte den gebührenden Abschluss geben. Kann ich noch irgendwo verstehen, ist auch eine schwammige Aussage, wenn dann irgendwie sowas gesagt wird wie, ja, dafür nehmen wir auch mal in Kauf, dass wir ein Jahr nicht Meister nehmen. Nein, ihr habt euch einfach verkalkuliert. Ist einfach so. Es war ja auch nicht damit zu rechnen, dass Dortmund auf einmal so stark ist. Ist aber auch in Ordnung. Aber warum? Bayern betont immer, dass die ein wirtschaftlich so gesunder Verein ist. Bayern betont immer, dass sie zu den europäischen Top-Mannschaften gehören. So, warum bemüht sich der FC Bayern? Wo ist das Problem für Bayern, 120 Millionen für einen Sané auf den Tisch zu legen? Warum? Ich kann doch nicht einerseits sagen, ich will zu den Top 3 Mannschaften in Europa gehören, unser Ziel muss es sein, die Champions League zu gewinnen, und andererseits sagen, ja, die aktuelle Marktentwicklung machen wir aber nicht mit. Ja, dann brauchst du auch nicht rumheulen, wenn du da einfach nicht mehr zugehörst. Und aktuell gehört Bayern nicht zu den Top 3 oder Top 4 Mannschaften in Europa. Das ist nicht so. Manchester City aktuell größer, Liverpool größer, Barcelona größer, Real Madrid größer. Ist so. Ist so. Ja, und Tom, das ist ja genau das Ding. So, dann holst du einen Hernandez für 80 Millionen, was an sich völlig in Ordnung ist. Das ist ein marktgerechter Preis für so einen Spieler, der das Talent hat, wirklich zu einem der besten Innen- und Außenverteidiger der Welt zu werden. Ist ein marktgerechter Preis. Aber ich kann doch nicht so einen Spieler holen für 80 Millionen, einen Verteidiger, wo ich eigentlich per se, wenn ich jetzt Hummels nicht abgegeben hätte, nicht unbedingt den heftigsten Bedarf habe, ja. Aber auf den Flügeln bin ich komplett RIP und sehe es dann nicht ein, 100 Millionen für einen Sané
zu zahlen? Also, das check ich halt nicht. Das check ich halt wirklich nicht. Macht für mich keinen Sinn. So. Dann darfst du den Hernandez auch nicht holen. So, warum gebe ich 80 Millionen für einen Verteidiger aus und sage zu einem deutschen Flügelspieler, der perfekt ins Anforderungsprofil auf die Position passt, wo ich gerade unbedingt Bedarf habe, und hole den einfach nicht? Ist halt so, das check ich nicht. Also ich finde es halt auch, ich sag's immer wieder, das, weil ich habe immer Angst, dass es so rüberkommt, als wäre ich so übel der Bayern-Hater. Bin ich aber halt nicht. Ich möchte, weil es für mich sowieso unrealistisch ist, dass Schalke Meister wird, so, und ich finde es auch aktuell gut, auch wenn mich Leute da verhassen werden, ich finde es gut, dass Dortmund aktuell wirklich in der Lage ist, berechtigt, einen Anspruch auf den Meistertitel zu stellen. Ich finde es immer gut, wenn die Bundesliga spannend ist. Ich finde es immer gut, wenn die Bundesliga qualitativ in der Breite besser wird und auch in der Spitze besser wird. Sprich, dass Dortmund jetzt auch die Möglichkeit hat, mal in einem Sommer 80, 90, 100 Millionen für wirkliche Topspieler auszugeben. Ich finde das geil. Und genauso geil würde ich es finden, wenn ich hätte abgefeiert, hätte Bayern Hazard oder Griezmann geholt. Ich hätte gesagt, Bruder, endlich mal wieder ein absoluter Weltstar in der Liga. Mal ein neues Gesicht. So, natürlich ist Lewandowski auch ein Weltstar. Gar keine Frage. Aber der spielt ja schon seit 8 Jahren in der Bundesliga. Endlich mal wieder so ein richtiger Big Name in der Bundesliga. Das fehlt mir. Und ich glaube, das fehlt auch vielen Bayern-Fans aktuell. So, du siehst, guckt euch jetzt mal einfach, wenn wir beim Thema FIFA bleiben, FIFA 20, guckt euch einfach mal das Once to Watch an. In FIFA 20. So. Jeder große Verein auf der Welt hat einen Kracher für mindestens 60, 70, 80 Millionen in der Offensive geholt. Und Bayern, ja. Ja. Es ist halt... Ja, also mittlerweile, Bale ist immer schwierig, weil Bale ist halt so ein Spieler, das ist so ein bisschen eine Wundertüte, weil das der ein überragender Fußballer ist, gar keine Frage. Du hörst aber auch aus der einen oder anderen Ecke, ja, der hat gar keinen Bock gehabt, sich bei Real Madrid zu integrieren. Ja, der ist ein schwieriger Charakter und der ist natürlich häufig verletzt. Das schockiert das so ein bisschen. Aber dass Bale ein überragender Fußballer ist und jede Mannschaft in Europa stärker machen kann, wenn er voll fit ist, das ist unumstritten. Und wenn du jetzt die Möglichkeit, also wenn Bayern einen Sané jetzt wirklich nicht bekommt, dann muss Bayern schon quasi Bale holen, weil du hast sonst nichts auf dem Markt, außer vielleicht noch diesen Pepe. Aber was hast du sonst, ist doch nichts auf dem Markt. Was ist denn sonst jetzt noch für ein Flügelspieler auf dem Markt? Das finde ich halt schade. Ey, wirklich schade, Mann. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, weil ich halt den Hoeneß im Doppelpass-Interview gesehen habe Anfang des Jahres, es war im Februar oder März, da fand ich tatsächlich sogar Hoeneß mal sympathisch, kommt auch nicht so häufig vor in diesem Doppelpass-Interview, weil er da eigentlich sehr reflektierend war und im Nachhinein musst du halt wieder feststellen, okay, das war halt so absolut inhaltslose Scheiße, die der gelabert hat, von wegen, rate, oder wenn ihr wüsstet, was wir schon alles sicher haben, ja, entweder habt ihr gar nichts sicher gehabt oder ihr habt euch halt einfach auf lose Versprechungen verlassen. Na, schade. Ich hätte es gefeiert.